Mal schauen, was Chris so macht. Chris? Hi. Ja, es geht. Na, was machst du so? Ich guck mir gerade unsere schönen Golems an. Der eine ist ein bisschen brauner als der andere da hinten, oder? Durch die Träume, die Albträume, die kommen wieder. Oh nein. Hallo Leute. Hi Zinni. Zinni. Ey, die, das hätten wir hinter uns. Ja, aber ich hab grad so einen komischen Traum gehabt. Ich hab einfach was? Hallo Jungs! Hey, hallo Friends! Hab ich nicht mal gesehen. Na? Mystery, können wir kurz unter vier Augen reden? Ich glaube, wollten wir mal kurz einzeln bereden. Ich habe eine Frage da an dich. Okay, klar. Komm, wir gehen kurz bei mir ins Zimmer. Die beiden wohl bereden wollen? Frage mich auch gerade. Hör mal zu. Ich bin ja echt froh, dass ihr mich so aufgenommen habt und so gut. Und ich will da auch nicht irgendwie jetzt böses Blut machen irgendwie und eine schlechte Stimmung verbreiten. Aber ich habe mit Cosmic eben ein bisschen gesprochen und habe ihm so ein bisschen erklärt, wie die Schmiede funktioniert und so weiter. Und da hat er mir zugesteckt, dass du da irgendwie zwischen den Städten scheinbar irgendwie böses Blut streust und Leute angreifst. Ach so, du redest von damals, ja. Du weißt doch, die Crew hat mich damals kontrolliert gehabt, wo ich die ganze Stadt angegriffen habe. Stormy, Cosmic, Cody. Nein. Also es ist auch okay, Zilox kann ich ja absolut verstehen, dass wir da ein bisschen, dass wir da irgendwo Rache üben müssen, aber du hast jetzt einfach auch wieder Cody und Stormy in der Loot-Dimension angegriffen und was? Das geht einfach nicht. Das habe ich geträumt. Nein. War so. Was, du willst mir also sagen, dass ich Stormy und Cody angegriffen habe? Ja, Cosmic hat mir das wirklich. Okay, warte, komm mit, ich weiß. Ich habe das nur geträumt, das kann nicht sein. Ich muss kurz was nachgucken, komm mit. Okay. Ich habe geträumt, ich habe sie hier angegriffen in der Loot-Dimension. Aber ich weiß eine Sache. Nein. Mein Gott. Ich habe geträumt, okay. Ich habe mich hier einge... Die Blöcke sind wirklich von mir. Geht Stormy und Cody gut? So viel ich gehört habe, haben sie es gerade so geschafft. Scheiße. Komm, natürlich. Was ist das? Das ist die Kuh. Dann war das gar kein Traum gewesen. Die Kuh hat mit mir gesprochen. Und ich hab ihr gehorcht und ich hab was für sie gemacht, aber. Was ist das alles mit dieser Kuh? Komm jetzt, wir gehen erstmal wieder zu den anderen. Muss es Chris Bescheid sagen. Chris? Ja? Was ist los? Es geht wieder los. Oh nein. Ich dachte, wir hatten es endlich hinter uns, nach diesem ganzen Dreck, den wir durchmachen mussten. Den Enderdrachen. Oh nein. Das ist wirklich die Kuh. Sie ist hier, wir müssen. Mystery, weißt du nichts davon? Sagt mir einfach mal, was jetzt hier los ist. Wir sollten auf Flens endlich die ganze Geschichte erzählen. Ja, lass uns die sowieso endlich erzählen. Hey Flens! Komm, wir gehen raus. Ich brauche frische Luft. Lass uns rausgehen. Es ist sowieso gerade Tag. Ich glaube, Mystery und ich müssen dir etwas erzählen. Was Schlimmes? Schlechtes? Oder. Süß. Naja. Es ist auf jeden Fall nichts Gutes. Also es ist folgendes. Wir haben ja immer schon ein bisschen davon erzählt, aber ich finde es ist Zeit, euch die wahre Geschichte zu erzählen. Und zwar damals auf unserem alten Kontinent, in unserer alten Stadt, Black Forest. Lief alles so wie hier, es war schön, wir haben uns angefangen eine Stadt aufzubauen. Doch damals, wo ich herkomme, noch vor Black Forest, vor unserem alten Kontinent, da habe ich eine Kuh besessen, die von einem unserer Mitbewohner kaltblütig ermordet wurde. Ich weiß nicht, was das für eine Kuh war. Ich meine, welche Kuh macht so etwas? Die hatte eine, anscheinend eine sehr starke Seele gehabt, die uns quasi damals verflucht hat. Der, der die Kuh getötet hat, wurde einen Tag später von uns tot aufgefunden. Er war einfach tot. Wir fragten uns, was es war, aber er hat nie eine Antwort bekommen.
bis damals die Kuh in die Kuh erscheint in allen möglichen Formen. Sie ist mal nicht zu sehen, mal ist sie eine Kuh, mal ist sie eine Fledermaus, dann ist sie mal wieder ein Gebilde. Sie ist alles. Sie kann überall sein. Sie kann auch hier gerade irgendwo sein. Sie könnte dieser Kürbis sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese Kuh stärker als ja als alles, was ihr je gesehen habt. Stärker als der Enderdrache, stärker als alles. Und diese Kuh, die ist damals die Seele, die er damals von mir Besitz ergriffen. Ich war die Kuh. Ich wurde von ihr gesteuert und ich habe damals sehr viele Leute schwer verletzt, unter anderem auch Stormy und Seelox, die damals in einer Stadt noch waren. Und als wir damals geglaubt haben, den Fluch besiegt zu haben, nachdem unsere Stadt, unser Land zu einer einzigen Hölle im wahrsten Sinne des Wortes wurde, haben wir gedacht, es sei vorbei, nachdem wir ewige Wochen, Monate übers Meer gefahren sind, euch gefunden haben und hier dann uns niedergelassen haben. Aber es scheint so, als habe sie uns gefunden und will wohl ihr Werk jetzt zu Ende bringen. Und ihr Ziel ist es, und das wissen wir, dass wir alle sterben. Und da das nun kein Traum war, sondern Wirklichkeit und sie wieder von mir Besitz ergriffen hat, glaube ich, dass es jetzt bald wieder losgeht. Das klingt alles sehr, sehr verrückt. Ich weiß, das ist auch schwer zu realisieren, zu glauben, aber es ist wahr und es ist gefährlicher, als man sich das vorstellen könnte. Es ist nicht einfach irgendein Gegner, den man mal eben besiegt, nur weil wir starke Rüstung haben, starke Schwerter, ich weiß nicht. Ist denn gar keine Möglichkeit, diese Kuh, sag ich mal, irgendwie zu zerstören, zu töten oder keine Ahnung? Doch, muss es geben. Wir haben damals geschafft, die Kuh sehr zu schwächen, sodass wir entkommen konnten und ich mich der Kuh widersetzen konnte. Es geht, aber wir haben sie wohl nicht endgültig besiegt und diese Möglichkeit, diesen Weg müssen wir erst noch finden. Ich weiß es noch nicht. Ist dann nicht vielleicht eine Möglichkeit, wenn wir mit den anderen Städten dann halt kooperieren, sag ich mal, für diesen einen Kampf? Oder das? Aber so einfach wird es nicht sein, weil spätestens wenn die Kuh davon wirklich mitbekommt, dann werde ich nicht mehr ich sein und wer weiß, ob sie diesmal nicht nur von mir Besitz ergreift, vielleicht kann sie auch uns alle kontrollieren. Und ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn wir ein Bündnis haben, dass wir alle die Persönlichkeiten bleiben, die wir jetzt sind und nicht am Ende auch noch irgendwie der Kuh zum Opfer fallen. Es kann natürlich passieren, dass nichts passiert und wir es schaffen, aber dann ist die Frage, wie können wir denn bitte, selbst wenn wir uns verbünden, die Kuh angreifen, verletzen? Wir wissen ja nicht, wo sie ist, was sie ist, wer sie ist. Wir wissen es nicht. Das stimmt auch wieder. Wir werden doch so einen verdammten Hornträger Einhalt gebieten können. Irgendwann bestimmt, aber ich muss drüber nachdenken und vielleicht erfahre ich ja etwas in meinen Träumen. Da fällt mir noch etwas ein. Dom ist schon so lange auf Erkundungstour. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut gegangen ist bei ihm. Es muss irgendwas vorgefallen sein. Wer weiß, jetzt nach dem Traum und so, vielleicht hat auch die Kuh irgendwas mit ihm vor. Irgendwie, vielleicht hat sie ihn getötet oder... ich weiß nicht. Wir sollten ihn suchen gehen. Würde ja, ich auch sagen. Wir sollten ihn auf jeden Fall nicht im Stich lassen da im Wald. Ja. Xeno, ich mache mir auch schon fast Sorgen um Xeno. Er ist jetzt auch schon wie lange im Twilight Forest verschwunden? War auch schon etwas länger. Also ich wäre dafür, dass wir erst zu Dom gehen und dann schauen wir, was mit Chris los ist. Alles klar, das würde ich auch sagen. Ja, okay. Dann lass uns loslegen. Auf geht's. Und damit herzlich willkommen zurück zu City War Beyond mit Flens, Chris und mit Cini. Hallo. Einen sinniastischen guten Tag. Ja. Du hast übrigens gerade den falschen Namen gesagt. Nein, naja, nicht, dass es zu Verwirrungen kommt. Xeno heißt auch Chris, also es gibt zwei Chris. Wir meinten nicht den Chris. Also nicht, dass es zu Verwirrungen kommt, wir meinen natürlich Xeno. Und ja, wir wollten jetzt eine Erkundungstour machen. Wir rüsten uns jetzt mal kurz aus und dann geht es los mit unseren goldenen Schokobos. Yeah. Und seid mal gespannt auf meine Folge, da sind noch ein paar interessante Extras reingepackt. Yeah. Okay. Yeah. Lassen wir uns mal überraschen. Oh yeah! So, dann ich gehe mal kurz in meine andere Dimension, rüste mich so weit aus und dann können wir loslegen. Okay. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Mein Gott, was ist mit dem Schleimwald? Ich sag mal so, ich kann halt noch nicht viel ausrüsten, deswegen bin ich... Du hast doch alles. Alles, was du brauchst. Ja, genau. Vielleicht schaffen wir es auch innerhalb dieser Erkundungstour mal, dann deine Scale-Rüstung fertig zu bekommen. Mhm. Das hätte was, ja. Die Hälfte hast du doch schon.
Vielleicht finden wir auch noch ein paar Büsche wieder. Ja, klar, stimmt, das wäre auch sehr gut. Die Hälfte habe ich nicht erst nur das Oberteil, den Kopf. Ja, die Hälfte. Okay. So, warte, was brauche ich denn noch? Ich brauche einen Rucksack, das wäre ganz nice. Ja, ich habe eine Gasträne übrigens noch bekommen. Oh, sehr gut. Kann man auch immer gebrauchen. Ja, ich habe mehrere. Yeah. So, wo ist denn mein großer Rucksack? Wo ist er denn? Enderperle? Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Spitzhacke kann ich mal mitnehmen. Da ist ein Rucksack, okay. Der wahrscheinlich randvoll sein wird, stimmt's? Okay. Was hab ich? Ja, fast. Was denn? Alles gut. Ich rede nicht mit dir. Okay, traurig. Das ist ganz schön traurig. Ja, das kann eigentlich alles weg an Sachen, die brauche ich aber nicht. So. Das kann alles in den Müll. Und das hier eigentlich auch soweit. Wenn ich ganz viel Glück habe, kann ich mir jetzt noch einen großen Rucksack machen. Das ist natürlich ziemlich nice. Richtig nice, ne? Richtig nice. So. Oder Magitech Googles. Was? Wie macht man denn überhaupt einen Rucksack? Mit Leder. Ah, okay. Du musst einfach nur mit auf das Leder mit G klicken. Und dann wird es dir angezeigt. Ja, generell, wenn du nicht weißt, was du mit dem Item anfangen kannst, geh auf das Item drauf mit deiner Maus und drück G. Und dann wird dir angezeigt, was du alles mit diesem Item noch machen kannst. Nice. So, wo ist denn mein schöner Bogen? Wo ist er denn hin? Da ist er. Okay. So, das Schwert muss ich auf jeden Fall noch ausrüsten mit Netherquarz. Zini, du hattest noch Netherquarz, oder? Oder Chris? Ich hatte welchen, aber... Ja, bei mir steht's hier auf der Schmiede. Ja, das hab ich gesehen. Ja, ich glaube, ich werde das auch nochmal abbauen. Ich hab jetzt Magitech Googles. Das ist schon ein bisschen zu arrogant. Ah. Und was machen diese Googles? Die sehen wunderschön aus. Ah, cool, okay. Das kann man immer gebrauchen. Ich glaube, das ist einfach nur Deko, wirklich. Hier habe ich noch 8 Quarz, da kriegt man 2 Blöcke raus. Hast du da noch bei dir hier, Chris? Oder wo sind die? Guck mal. Zu geil. Bitte. Wollt ihr dann gleich nochmal. Warte, ich glaube in meiner Dimension. Schlafen gehen oder. Ja, können wir machen. Weil es wird gerade dunkel. Ja, außer wir sind dann. Wenn wir fertig sind mit unseren Vorbereitungen, dann ist es schon hell, dann hat das ja erledigt. Geht ihr mal schlafen, ich gehe in meine Dimension. Okay. Hoffentlich bekomme ich jetzt nicht wieder Albträume. Waren sie im Rucksack. Geh auch schnell in die Dimension. Ja, ich liege im Bett. Ich auch. Ah ja, gut, da ist es. Sag Bescheid, wenn es Tag ist. Dann Tag. Komm ich wieder zurück. Ja, okay. Ja, ist Tag. Sehr, sehr gut. Bin Danke. Gerade aufgestanden. Pack ich meine wunderschönen Googles, packe ich hier auf meinen Rüstungsständer. Ja. Hast du genug Essen? Ja. Ah, okay. Hast du einen Rucksack? Nein. Okay, warte mal, dann schenke ich dir mal so einen ganz kleinen Rucksack. Ganz klein. Also es gibt einen kleinen und einen großen Rucksack, das ist die kleine Version. Nächste Test. Rattebraten. Oh, hier sind schon Flensmon und Akatomon. Ja. Ja, Akatomon steht auf dem Balkon. Und was kann ich mit dem Rucksack jetzt machen? Irgendwas reinpacken oder? Ja, da kannst du einfach deinen Loot reinpacken. Wenn dein Inventar voll ist. Ganz einfach. Alles klar. Oh, jetzt habe ich gerade wieder mein Level nicht angezeigt. Da nicht. Ich finde es schön in unserer Stadt mit unseren Eisengolems. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr machen. Das gefällt mir nicht gut, wenn man immer mal wieder so ein paar Eisengolems hier rumlaufen sieht. Vor allem die töten halt auch die Mobs. Das finde ich halt echt geil. Das stimmt. Brauchst du wirklich Quarz oder? Ja. Du brauchst wahrscheinlich Quarz und kein Quarzohr, ne? Quarz. 9. Okay. Na gut. Ich habe 2 Blöcke noch. Ja, wenn du mir die geben möchtest. Oh, ist ja Quarzohr, ne? Ich habe eigentlich 4 Blöcke. Wofür braucht ihr die Blöcke? Um meine Waffe zu upgraden. Ah, okay. Ich bin hinter dir, Zini.
Warte, dann kriegst du zwei und ich nehme zwei. Okay, sehr cool. Wie macht man denn Quarz, also nur Quarz? Muss man das Ohr einfach brennen? Ja. Ja, das musst du im Ofen brennen und dann kannst du Blöcke machen, wenn du vier Stück zusammen machst. Das ist ja dann kein Problem. Okay, wie viel habe ich jetzt? 16 von 72, na gut. Und nur 4 Tech Damage. Wenn ich jetzt krieg. Wie viel hast du drin denn? Ich habe jetzt 154 von 216. Hä, wieso kannst du so viel draufpacken? Ich habe schon zwei Modifier drauf gemacht. Aber was für Modifier kann man dann noch drauf machen? Da kann man Auto Repair kann man drauf machen. Ich kann noch ein Ding drauf machen. Ja, und dann du kannst halt auch sagen, ich hole alles für Schärfe und dann kannst du halt doppelt so viel. Ich glaube, du kannst es pushen bis zu 30 Attack Damage, aber so viel dürfen wir ja nicht. Ja, krass. Nice, nice. Blutung drauf. So. Auf welches Schwert macht ihr das? Auf dieses pinkne. Achso. Guck mal, das ist voll geil. Wenn du Wrestling auf dieses dünne Schwert hier machst, dann wirst du nach hinten gepusht. Mit Tidium machst du einen Sprung nach vorne. Was? Mit Tidium machst du einen Sprung nach vorne. Ah ja, genau. Das kenn ich. Na gut, ich hätte denn lieber ein anderes als das pinke, weil irgendwie. Aber das. Guck mal, weil ich für eine schöne Spitzhacke jetzt habe. Ah, die kenn ich. Die kenn ich. Also so eine habe ich auch schon mal gemacht. Mit Auto Repair. Ah, das ist so eine nice Spitzhacke. Die kann man die bei dir bestellen? Brauchst du irgendwas an Items, dass ich hier die abkaufen kann? Also so eine abkaufen kann? Wir kriegen da bestimmt irgendwas hin. Also ich habe hier auch noch Kobalt drin und Manulin und alles. Da haben wir schon ordentlich gesammelt. Also acht da bist du nicht okay. Also kann ich hier auf jeden Fall mal sowas machen. Genau, also wenn du irgendwas brauchst an Items, dann sagst du Bescheid und dann können wir ein bisschen tauschen. Dankeschön. Ja. So, Blöcke draus machen. Ram, dam, 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 dam. Mhm. Ja. So. Nice, nice, nice. Wow, ich bin endlich auf 5 Attack Damage. Wow. Ich hab 7 halt. So, okay. Also von mir aus kann's losgehen. Von mir aus auch. Ich mach doch gerade hier. Ich muss mal noch Marimon. Nein. Und meine Rüstung reparieren. Mhm. Die hat erstaunlich wenig abbekommen von dem Kampf gegen Stormy und Cody. Ich hab gedacht, meine wäre so richtig slow. Der Flens fliegt ja schon durch die Gegend. Ja. Xenomon, Xenomon und Marimon. Yeah. Autsch. Was denn? So. Mein Schokopo brennt und ich bin fast drauf gegangen. Oh. Dann müssen die dann holen, die kriegen keinen Schaden durch Feuer. Aber erstmal in der Hölle finden, ne? Ja, und die kannst du ja nicht sofort. Oh, die kannst du sofort pflanzen. Ja, klar, kannst du das. Nein, man spawnt auch. Ups. Ups. Mach ihn mal, ich stöche dich. Gut. Er hebt ab. Ich hält ihn am Boden. Reloaded. Da geh ich meins mal auch holen. Ah, warte, Güsal könnten wir noch mitnehmen. Ja, das wäre eine Idee. Für welches aus der Kiste? Da haben wir noch tausende drin. Boah, Alter. Ich kann nicht immer in 5 Modus fliegen, da rastet mein Cape aus. So, da ist Güsal ein bisschen. Das wieder anpflanzen. Willst du in eine bestimmte Richtung fliegen, oder? Yeah. Ja, ich würde sagen, wir müssen gucken, dass wir in eine gehen. Also nicht Richtung irgendeiner Stadt, sondern jetzt irgendwie hinter unserem Haus. Weil da wird am wenigsten erkundet sein. Ja, aber jetzt. Da war ich auch schon mal. Der ist auch richtig schön, der hohe Baum da. Ja, ne? Ja, ich habe halt gedacht, das sieht so nice aus, wie wir alle hier rumfliegen mit unseren Schokobos. So, ich muss kurz hier was ändern. Wir sind noch verdammt schnell. Oh ja. Ja, gern geschehen übrigens. Ja, vielen, wirklich, vielen danke. Dank. Wirklich danke. guck mal, wollt ihr mal alle zu mir kommen? Wir fliegen hier in diese eine Richtung hier. Bist du denn? An der einen Ecke von unserer Stadt, da wo die Schokobos sind, an der Ecke. Okay. Jo. Okay. Sieht so lustig aus, wie wir alle hier rumschweben.
Ja, okay. Aber was können? Guck mal, und hier ist schon Schnee. Ich habe ewig nach Schnee gesucht. Weißt du noch, Chris? Ja, du hast doch ewig nach Tintenfischen gesucht. So, okay, mal erstmal 5 Modus. Ja, na guck mal, wenn wir hier irgendwie einen Dungeon finden. Und haltet mal währenddessen, so gut es geht, auch schon nach Hexical Plume. Ja, bin schon dabei. Für den Flint. Ja. So. Weil diese ganz kleinen blauen, ne? Ja, genau. Ja, genau. Da vorne läuft so ein Baummacker rum. Also da gibt es noch so Fake-Dinger, die sehen so ähnlich aus. Ja, das ist voll ärgerlich. Dann, ne? Man denkt immer so, oh, jetzt. Guck mal, hier ist ein, aber hier war ich glaube ich schon mal. Ja, das ist ein mystisches Dorf, da kann man Sachen tauschen. Nee, warte, das war aber nicht so krass, glaube ich. Wartet mal kurz. Ich geh mal kurz rein. Es gibt so Dörfer, da kann man sich richtig krasse Waffen ertauschen. Also friedliche Dörfer. Ja, nee, das ist das nicht. Okay. Aber das ist ein friedliches Dorf. Und es gibt noch ein besseres friedliches Dorf, wo man sich spezielle Waffen oder Hunde mit Spezialeffekten und extra Leben und sowas ertauschen kann. Ja, okay. Das ist voll nice, wenn wir sowas finden würden. Aber ich bin lieber allein unterwegs. Aber ich habe da was gefunden, da hatte ich schon einen Händler, aber ich konnte irgendwie nicht mit dem handeln. Ah, okay. Guck mal, hier ist wieder so ein Obelisk. Ja, aber einer ohne Leute. Die gibt's leider manchmal mitten, einmal ohne. Ja. Ohne Leute. Ohne Leute. Guck mal, hier ist so der Wald von... Also generell dieses Biom von Stormy. Mhm. Ja, Herbstwald. So. Nämlich cool. Jetzt könnte so langsam mal so ein krasser Dungeon kommen, ne? Ja. Könnte. Oh. Wo ich stehe in der Lift. Ultra der Lag. Nice. Und das war's auch gerade. Alter, übelst am Lecken gerade. Ja. Ja. Der war wahrscheinlich noch nie jemand. Seid ihr noch drauf? Ja. Ja. Ah, ich bin vom Server geflogen. Okay, wartet mal. Draußen rennen hier rum. Okay. Draußen können aber leider nicht fliegen. Wahrscheinlich generieren wir zu schnell gerade neues Gebiet. Das glaube ich auch. Ich kann meine Sichtweite mal ein bisschen runterstellen. So. Wendedistanz. Ja, es hat gerade auch bei mir echt geleckt, hab mich schon gewundert. 8. So. Wo seid denn ihr? Auf einem Baum. Ja, auch keinen mehr. Ja, da, also da sehe ich doch, da zwei Leute. Ich bin bei Flens. Ah, okay, jetzt sehe ich mehr. Okay. So unten. Ach komm, hier ist irgendwie... Ich habe gedacht, wir finden jetzt instant irgendwie eine größere Festung oder sowas. Ja. Warte mal, hier ist so eine Blume, warte mal. Ah, okay, sehr cool. Ach stimmt, da unten ist eine, ja. Ich habe auch eine gefunden. Ja, aber sorry, deine meinte ich auch. Ah, okay, aber Flens war noch viel früher. Okay, ich habe auch eine gefunden, sehr cool. Flens, wo bist du? Ah, da bist du, okay. Sehr gut. Die sollten auch kein Problem mehr sein. Nee, es ist schon wieder so ein Obsidian. Und da sind Leute! Ja? Ja, lass uns die töten, ich will auch die Rüstung haben. Wo, ah, sehr gut. Wo. Oh, das ist jetzt cool. Okay, aber tut eure Schockbos weiter in Abstand hinsetzen, weil die schießen mit nicht so schönen Sachen. Sind auf diesen kleinen Hügel hoch. Wo seid ihr? Nicht so schön. Geradeaus. Einfach ja. Ich dachte, die schießen mit ganz schönen Sachen. Doch, mit Geschenken und so. Ah. Am besten den King, ja, am besten den King zuerst töten, weil der ist der krasseste eigentlich. Wo ist der King? Der hier. Der brennt. Ah, es gibt zwei Kings. Ich bin der King. Fuck the King. Ein hab ich. Ich klitze hier weg. Ah, ich hänge hier fest und sterbe. Nein! Weiße. Von einem Krokodil? Oh. Alter, ich konnte mich nicht bewegen. Ich wollte springen, ich wollte alles weg und auf einmal tot. Nein. Oh nein. Ja, das sind harte Ficker ohne Scale. Oh, ja. Hier ist direkt eine Hexkill-Blume. Okay. Ja, wir sind so weit weg gewesen. Wie soll ich da jetzt hinkommen? Na, so weit sind wir noch nicht. Ja, wie machen wir denn das denn jetzt? Ah, shit. Ich müsste eigentlich zurück, weil... Okay, deine Leiche liegt auf jeden Fall dort. Ja. Tritt doch mal das Krokodil, was dich getötet hat. Naja, ich sag erstmal für diese Folge dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal und... Ciao! Oh Mann. Richtig ärgerlich. Auf jeden Fall, ja. Jetzt hier nehmen? Mach mal Restlink auf das Buch. Jetzt geht los. Ah, okay. Da ist Krokodil. Ach ja, ich hab gerade zwei getötet. Oder geht das nicht? Warte, jetzt kam irgendwas Crimson, irgendwas. Oh, ein Turtle. Also kam was? Ein Geräusch hab ich gehört. Und ah, okay, gut. Dann kannst du es mal Chris geben. Turtle Soup. Was soll ich damit? Das Buch einfach mal Rechtsklick drauf machen. Okay.
Wo ist Marimon? Da hinten, oder? Das hatten wir doch schon. Ja, du hattest es schon. Was macht das denn? Ich wusste es mal genau, es hat was mit dem Mod zu tun und mit der Rüstung zu tun, aber... Okay. Immer mal gucken. Ja, Flens, wir können ja jetzt auch, unsere Folge ist auch vorbei, dann würde ich sagen, beenden wir die. Ja. Wir fangen dann nächste Folge das Thema an. Es geht um... Soll ich spoilern? Ja. Nein. Okay, nein. Nicht so. Okay. Ein tolles Thema und wir gucken, dass wir hier Flens wieder hinbekommen. Wieder okay. Aufbauen. Gut, bis nächstes Mal. Haut rein, ciao. Ciao. Ciao.